Das ist der letzte Feuerstahl deines Lebens. Und wenn du wissen willst, was der kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Es ist mir eine Freude, dass du wieder dabei bist. Und das hier, das ist der letzte Feuerstahl deines Lebens in Aluminiumausführung mit dem Griff. Also es wiegt der Griff fast überhaupt nichts, ist 100.000-fach stabil. Und so schaut es aus, wenn du es bei mir im Shop kaufst und es wir ausliefern. Ich finde es extrem fesch, vielleicht du auch, aber das ist gar nicht der Punkt. Das Teil schaut nach massivem Einsatz und ich habe das wirklich hergenommen die letzten Monate. Wir haben das bei den Trainings mit den Kindern andauernd, also da haben 100.000 Leute haben damit herumgespielt, übertrieben, aber 100 Leute sicher. Und ich habe dem nichts geschenkt. Und so schaut das aus, also die Abarbeitung ist fast minimal, ja klar, das ist der letzte Feuerstahl deines Lebens. Das Ding hat 140 Gramm. Und jetzt wird der eine oder die andere da hinten sagen, 140 Gramm, das ist irre, das ist ein riesiges Gewicht und das ist richtig. Das ist kein Everyday Carry, kein EDC, kein ich hab das immer dabei Feuerstahl. Das ist nicht das Einsatzgebiet. Wenn du ein EDC willst, dann ist das irgendwas Kleines, so ein kleiner Feuerstahl. Jetzt zum Beispiel von meinem Tool, aber um das geht's nicht. Es kann auch was anderes sein, andere Firma, aber egal. So was Kleines hier und teilweise sogar noch kleiner. Da gibt es so Survival-Armbänder, wo das als Verschlussstück drauf ist. Oder ich habe Leute gesehen, die sich das um den Hals tragen oder diese kleinen Dinger hier irgendwo im Geldbeutel stecken haben. Ja, ist alles super. Und das funktioniert mit dem natürlich, ja. Aber das kleine Teil hat einen Vorteil, du kannst es immer dabei haben, aber auch einen Nachteil. Es braucht viel Übung, es braucht wirklich viel Übung, um Zunder anzuzünden, der nicht optimal ist. Weißt du, ein Stück Watte oder ein Taschentuch, das ist mit dem Ruckzuck anzünden, das ist nicht das Problem. Aber wenn du jetzt zum Beispiel draußen bist und es regnet oder hat geregnet und das ganze Zeug, ja, zum Beispiel Gras, ja, sammle ich mir und das ist noch feucht oder ich mache das in der Früh, ich kenne das, ja, oder die Sonne ist gerade untergegangen und da Tau setzt schon ein und das ist alles feucht, dann wird es mit dem Teil einfach schwer. Und da kommt das hier ins Spiel. Also wenn du anfängst und einsteigst in die Materie, wenn du sagst, ich bin im Long-Term-Survival unterwegs oder ich habe das beim Survival-Training, beim Bushcraften und, oder einfach, weil es verdammt viel Spaß macht. Der hier macht dir Funken wie ein Sterndalspritzer zu Weihnachten. Mit dem kriegst du Sachen an, die mit so einem kleinen Teil oder auch ein bisschen größeren Teilen einfach nicht machbar sind oder nicht so einfach. Das hier, das geht immer. 140 Gramm, das Gewicht kommt nicht von dem Aluminium drum, das hat fast gar nichts, sondern von diesem XL-Feuerstahl. Der hält dein Leben, das ist einmal eine Investition. Wenn du mit Kindern etwas tust, wenn du es selbst anfangen willst oder wenn du sagst, ich will sicher gehen, dass ich mit dem immer arbeiten kann und das Gewicht ist für mich okay, dann nimm ihn. Wenn du sagst, es ist zu schwer, dann bitte lass es, ja, ganz einfach. Im Lieferumfang ist auch ein Feuerstriker dabei, der hier, und der ist wirklich angeschärft, der ist da hinten total angeschärft. Das ist nämlich der Erfolgsfaktor. Wenn das nicht angeschärft ist, dann geht da auch nichts Gescheites runter, sondern du drehst um, da ist die scharfe Kante. Und wow, das ist einfach schön anzuschauen. Ja, okay, genau das ist der Punkt in Aluminium. Das Teil hier wird in Österreich produziert, also in der EU. Und zwar von der GW St. Pölten. Das ist eine integrative Werkstatt für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Man kann sagen, ja, teilweise auch dort arbeiten auch Leute mit Behinderung. Das heißt, das ist für Leute gedacht, die sich ganz einfach in die Arbeitswelt, ja, einfügen müssen, die vielleicht Probleme haben, in einer anderen Firma zu arbeiten. Und die produzieren dieses Teil hier. Und das war mal ein Anliegen. Das war mein Anliegen, auch aus persönlichen Gründen, weil ich einen Bezug zu Menschen mit Behinderung habe. Und wenn ich hingehe und die Montage und das abhole oder das Werk besichtige, da sind dann Leute, die herkommen und sagen, ja, so machen wir das und Ding, die eine Freude an ihrer Arbeit haben, die das machen, weil sie sich ganz einfach glücklich fühlen, dass sie etwas produzieren können, dass sie etwas Produktives machen können. Und die tun das. Und das finde ich voll super. Ich könnte es auch in China erstellen lassen. Aber das kommt aus Österreich. 1 Euro pro verkauften Stück, 1 Euro pro verkauften Stück spende ich einer wohltätigen Organisation, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzt. Das werde ich immer wieder auf meiner Homepage publizieren, wenn ich dorthin gehe und denen einen Gutschein gebe, ganz klar.
Es ist mir einfach wichtig, dass auch du unterstützt ein heimisches Produkt und du unterstützt Menschen mit besonderen Bedürfnissen, damit sie ganz einfach eine sinnvolle Arbeit haben. Ja, das war's. Wenn es dich interessiert, geh unten auf den Link, geh in meinen Shop, kauf dir das Teil. Wenn du sagst, das ist ein Schatz, das ist zu groß, das ist zu schwer, ich will das nicht, dann kauf es bitte nicht. Schreib mir bitte einen Kommentar, wie du das siehst. Ich mag dich um einen Daumen nach oben bitten. Ich mag dich um einen Kommentar bitten. Ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt. Es lohnt sich. Dein Rainer Rossmann. Bis bald. Ciao.